Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Spiel zwischen Prophecy und Skizus. Ja, was sollen wir sagen? Im letzten Spiel hat der Prophecy gewinnen können. Durch einen Fehler vom Skizus. Ja, das muss man an der Stelle wirklich so Denn sagen. Denn es muss dann auch ihm zugutehalten vor allen Dingen. Es gab einen Punkt, mindestens am Spiel, wo Skizus überlegen war und hätte gewinnen können. Ja. Er hat sich nur falsch entschieden, leider. Also, es kommt vor. Ja. Kann man so sagen. Auf Kann man jeden auch anders Fall. Sagen. Auf jeden Fall ist es so. Richtig. So. Die Glyphs kommen. Von beiden. Ja. Am Anfang passiert ja nicht so viel. Ich fand es auf jeden Fall, wie gesagt, obere linke Position, Prophecy in Rot als Protoss, untere rechte Position, Skizus in Grün als Zerg. Ja, auf jeden Fall fand ich es doch krass, wie der Skizus sich verbessert hat. Das muss man an der Stelle mal sagen. Ich meine, erinnern wir uns mal zurück. Lang ist es nicht her. Wie war es in der letzten Clan-internen Liga, ne? Der ist. Ich meine, das hat ja nichts damit zu tun, ne? Ich meine, ich habe ihn ja trotzdem hier an, aber man muss ja mal sagen, der ist richtig rasiert worden teilweise, ne? Richtig böse. Es waren zwar auch schöne Matches dabei, aber. Er ist rasiert worden. Das kann man im Großen und Ganzen so sagen. Ja. Deswegen auf jeden Fall nochmal Kompliment an dieser Stelle an den Skizus. Hat sich wirklich dreimal verbessert. Kompliment. Dreimal. So. Ansonsten hier wieder alles Prädes. Was soll man sagen? Dies ne? ist Kohlebus. Wird so. Aufgedroht. Auf beide Seiten. Das erste Gate kommt. Ja, und der Scout vom Brothers. Schön mit drinne in der Soße. Sieht hier wunderbar. Drohnen werden gebaut. Kein Gas, kein Pool. Da muss doch eine Echse kommen. Und die kommt auch hier. Boom. Wäre es denn eine gute Finte, wenn man den Scout abwarten würde und wenn er gerade weg ist, den Pool bauen? Ja, aber wie du siehst. Wie du siehst. Kommt er ja zurück. Dann könnten wir platt machen. Ja. In the meanwhile, hier zu Hause beim Brothers natürlich Gas, Gate, noch ein Pylon. Immer das Gleiche. Ich wollte gerade sagen, genau wie eben. Ja. Also, gestern, ja auch, vorgestern, letzte Woche. Mehr oder weniger Standard-Opening, ne? Ja. Standard-Opening, was soll man sagen? Pool kommt. Oh, diesmal ein bisschen früheres Gas und Pool, jetzt vom Zerg. Ah, Extraktor-Trick, okay. Extrakteur. Extrakteur. Ah, hat sich wahrscheinlich ein bisschen geblockt, ne? Ja, könnte jetzt ein Early Nudus werden. Nicht ganz. So, Sonde fährt nochmal rein, sieht, ah, okay, Echse gleich fertig. Aber hier. Er sieht es auch durch den Overlord, der da am Eingang rumgammelt und Karten spielt. Cybernetikern übrigens gleich fertig, nur mal so nebenbei. Pool auch gleich fertig. Pool. Und er droned und droned und droned. Jetzt zieht er die Hälfte der Drohnen an die Echse runter. Kann man machen. Muss man aber nicht. Erwiesenermaßen bringt es nicht viel. Ja, es bringt nicht so viel. Das Schöne ist dann natürlich, dass man einfach hier Rally Point lassen kann und mir beide vollpumpen, weißt du, bis ja. 16 oder was. Hätte ich eh gelassen. Mhm. Ja. Man drückt Drohnen und zu dem Zeitpunkt schickt die eh aufs Mineral Patch. Expansion hier vom Protoss. Ich bin noch da, ich trinke mal was, deswegen bin ich kurz aus dem Bild. Ja, mach doch mal. Schönen Schluck trinken. Aber ich bin noch da, Gate. Ich sehe auch alles. Da, Pylo und... Ja, wie heißt das Ding? Was denn? Was angelegt das gerade? Das hier. Nee. Geht. Mhm. Das hier. Mhm. Cybernetikern. Du siehst, ich sehe alles. Ja. Ja! Beide Units. Oh. Der Zerg. Minimal im Vorteil. Macht nichts. Hat ja keiner gesehen. Gesehen nicht. Richtig. Ja, Pylo wird gebaut, Overlord wird gebaut. Beide brauchen Supply. Das schließt sich daraus. Ja, ohne Robo. Ja, er denkt sich, nee, diesmal keinen Hydra-Überraschung-Dings. Rotches. Ja. Gucken wir mal. Ansonsten hier der Skizus Doppel
Evolution Chamber, ja. Mit einem Schabenhöhle und Gas. Also auch wie letztes Mal. Ja, nicht ganz. Diesmal ist er Two-Base und nicht Doppel-X, ne? Aber dafür hat er die dritte auch nicht verloren jetzt. Ja. Die zwei Linge hier laufen auf Patrouille direkt vor der Wohnungstür. Als Warnung. Oh nein, da kommen sie! Aber dann weiß er Bescheid. Ja. Dann geht's so. Der Ling hier ist übrigens, der ist schon besser. Ja, mit Speed würde er auch bringen. Na. Gucken wir mal. Immortals werden gebaut gegen die Roaches. Ja. Hier wird geboostet ohne Ende. Kennst du Mr. Ballfish? Ja. Ja? Geil. Ja, den haben wir uns gegeben vor dem Jakobsweg, ne? Und der hat immer einen Konsonanten geschluckt. Ja, klar kenne ich das. Ja, weiß ich. Zum Beispiel hat er statt Beutel gesagt, boah, oh. Und deswegen sage ich das die ganze Zeit so. Ja. Ja, das ist ja so ein Ding, was sich so eingebürgert hat im Kopf, weißt du? Ja. So eine typische Zitatbehinderung. Ja. Das kennen wir alle. So, jetzt hier auf jeden Fall. Der versteckte Pylon wurde direkt von dem Ling gesehen. Das ist schon mal wunderbar. Und die Army hier ist auf dem Weg. Salat. Mutterschiffkern. Mama. So heißt das. Das steht da. Für jeden nachzulesen. Oh, der konnte den Pilot sogar retten. Krass. Aber nicht alle. Aber da kommen Linge drauf. Die ganze Zeit. Der Lingstrom. Boom. Ja, hat er geschafft. Sehr gut. Richtig gute Aktion. So, aber trotzdem, die dritte Base. Ja, sollte abbrechen. Ja, sollte abbrechen, aber noch nicht direkt, glaube ich. Ja, kann noch ein bisschen. Warum lachst du mich aus? Der wird hier eh nicht abbrechen. Meinst du? Ne, wirst du sehen. Pass auf. Und. Boom. Ja. Kurze Stille. Noch Fragen. Ja, da kommen ein paar Roaches. Ich kenne auch meine Pappenheimer. Ja, das war. So, was haben wir noch? Neu, ja. Direkt neu. Mach neu. Wenn kaputt, mach neu. Gönn dir. Er hat's ja. Ja. Er hat's auf der hohen Kante. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. I don't care. Rautsch ist auf dem Weg. Oh, jetzt hier die Breitseite. Boah, das könnte richtig. Oh, das könnte richtig übel werden, ey. Aber das ist noch machbar für die Rautsches da. Ja, komm. Oh, nee, ist nicht. Ja, hallo? Ja, jetzt nicht mehr. Zwei Immortals, alles? Eben war ein Immortal und drei Zealots und drei Probes. Das wäre noch. Ja, gut, wenn er in dem Moment wirklich von der Seite. Ja. Davor war ja nur einer. Ein bisschen weiter weg. Den habe ich ja nicht gesehen. Es ist leider jetzt auch egal. So, ein paar Roaches kommen hier von hinten durch das Hinterstübchen. Ne? Das erinnert mich an Wings of Liberty Zeiten. Oh ja. Ey, das müssen wir eigentlich auch nochmal machen. Wenn es so eine Karte gibt. Oh, hier hinten kommt was. Ah, Hallucinated Phoenix. Ist ja auch unfair, dass man damit ausscouten kann. Mhm. Updates. Kann man sich eigentlich aussuchen, was man da rumhalluziniert? Ja. Ja. Cool. Deswegen, also können wir auch einen DT-Rush vortäuschen. Dass man der Gegner gezwungen ist, hektisch ich glaube nicht. Abwehr zu wollen. So, hier auf jeden Fall der Go. Kriegt er auf den Sack. Ja, so, zu wenig. Zurückziehen, ja. Gut, dass er sich zurückzieht. Zieh dich doch ganz zurück, Junge! Tut er nicht. Okay, aber ein bisschen kalten, das ist okay. Naja, dass er wenigstens den Salat rauskriegt. Das ist gut. Außerdem will er, glaube ich, die Army weglocken, weil er kommt ja hier hinten durchs Stübchen, ne? Aber es wurde schon entdeckt. Ja. Das kann er ihn zerraunden, ne? Jetzt von zwei Seiten. Jetzt verzieh dich. Oh. Aber er hat doch eingraben. Man kann sich unter die Dinger durchgraben. Ja, aber nur wenn er es hat. Und das hat er nicht. Er hat aber eingraben bewegen geholt, aber nicht das Eingraben wahrscheinlich. Hat er? Ja. Nein. Nee. Das war im letzten Spiel. Habe ich nicht vertan. Letztes Spiel. Macht nichts. Hier vorne auf jeden Fall die Roaches an der dritten Base vom Protoss. Und werden auch abgefarmt. Ja. Ja, wie gesagt. Zieh dich doch ganz zurück. Ja, abhauen besser. Ja, mit den Immortals ist das natürlich eine krasse Sache hier. Hard Counter vorhanden, ne? Ja.
Oh, aber hier hinten die Roaches drin in der Eco. Sehr gut gemacht, hatte die Gelegenheit genutzt. Ja. Und jetzt schön wieder verziehen. Richtig. Ja, das war ein guter Move. Ja. Das war ein guter Move. Und jetzt wieder von der anderen Seite. So, und jetzt wieder von hier. Sehr geil. Jetzt kommt er wieder von da und jetzt wieder abhauen. Ja. Wir hätten auch surrounden können, ne? Hätte die Roaches doch da unten gehabt. Mhm. Ja, die hier. Ja. Ja, da kommt immer mehr nach. Er pumpt fleißig nach. 13 Roaches noch in der Produktion. Borrow. Trotzdem 1000 Overmins. Ja. Ja, wahrscheinlich, weil die Injects nicht so richtig... Oh, hier, Nexus-Kanone, aufgepasst. Ja, komm, die kriegst du. Die kriegst du. Ah, wenn die Army von hinten... Ja, die Army kommt jetzt. Ah, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Weg, 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 weg. Ah, viel verloren. Das wird sich der Prophecy nicht lange... ja, wird das nicht lange der, wird jetzt, der macht jetzt einen Counter-Go sehr wahrscheinlich. Sieht zumindest danach aus. Gucken wir mal kurz in die Units rein. 50 zu 44 Worker, leichter Vorteil für unseren Protoss. Army Supply, auch Vorteil für unseren Protoss. Also ich sag mal, ein Batzen Mudas wäre an der Stelle gar nicht so übel. Nur die Probes können in die Luft schießen. Mhm. Ja, überhaupt muss er sich jetzt... Da kommt es auch auf. Ein bisschen spät, Junge. Ein bisschen spät. Ja, und warum direkt zwei? Ja. Wegen der Updates. Ja, okay. Schon, aber die kriegt er doch nicht mehr raus jetzt. Ja, richtig. Es ist ja jetzt Holland am letzten hier, ne? Ah, die Echse hier. Und da hat er noch ein Festernest raus, Junge. Du brauchst das Gas für die Mudas, wenn du schon ein Nest baust. Ja, das ist eh schon wieder... Ja, er geht hier hinten nochmal rein mit der Roaches. Ja, aber... Finde ich auch gar nicht so schlecht, aber Prophecy wird sich hier nicht mehr zurückziehen. Der wird sich nicht zurückziehen. Der zieht das jetzt durch hier, ne? Ich sag mal, der gibt keinen mehr. Der zieht das jetzt eiskalt durch und dann ist vorbei. Ah, die paar Roaches hier wollen noch nach Hause ein bisschen schützen, aber... Hier, Fratzengeballer, da kann Drohnen, er vergessen. Drohnenschlägerei, Evo Chamber down. Vielleicht, wenn er Glück hat, kann er auch 5 Mudas raushauen, wenn die Dinger noch schnell genug durchgehen. Ja, aber selbst das... Ja gut, wenn er es mal auf dem Base Trade anlegt, 6 Mudas werden drin. Abgebrochen. Nee, ist fertig. Hier ist fertig. Und deine 5 Mudas sind in Produktion. Okay. Aber es ändert trotzdem nichts, weil die Sentries, die hier stehen, die machen schon genug Schaden, um damit fertig zu werden. Mit 8 Mudas? Und falls nicht, hier sind überall Cannons. Ja, okay, aber die Mudas haben auch schnell einen Heal, ne? Schnell weg. Ja, richtig. Na, mal überraschen. Spire auf jeden Fall mittlerweile down. Das heißt, die Mudas, die jetzt kommen, sind die einzigen, die er hat. 8 Mudas. Und ist jetzt mittlerweile One Base. One Base. Was ist da los? Eben 8 gezählt. 3 Base. Zwischen 2 Down oder was? Scheint so. Ich hätte ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ja, er fliegt mit dem Mutters los. Boah, die Roaches hier, die kriegen richtig von der Zealots. Nö, geht. Ah. Achso, das sind ja Worker, Alter. Das sind ja Sonden. So, Mutas sind dabei. Ja. Oh, und jetzt gucken wir mal. Ja, wollen wir mal schauen, was wir machen. Auf der anderen Seite hat der... Ja, hier unten, hier sieht man es schon. Ja. Der macht jetzt einen Sack zu hier. Der macht jetzt hier richtig einen Sack zu. Wäre natürlich geil, wenn er noch ein paar Gebäude verstecken könnte. Für die Base Trade. Da, Mutas fliegen rein. Können ein bisschen Schaden machen, aber... Nicht alle. Guck dir das ja, an. Ja, mittlerweile auch hier 10 hier Springer, wie heißen sie? Ja, GG, Feierabend. Ja. Ja, ja. Ehrlich gesagt hat mir das erste Spiel ein bisschen besser gefallen vom Skizus, aber ja, war auf jeden Fall nicht übel. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns zum dritten Spiel wieder.